mit den Haaren hier oben nicht immer so zu Berge stehen, kannst du ein bisschen so. Ja, 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 ja. Habe ich dein Ohr gekratzt? Nein, du hast meine Haare gezogen. Oh nein, holst du eine Bürste? Ich bin nicht da. Was? Ich bin nicht da. Anbürsten hassen, wenn man so lange Haare hat. Ich liebe es, Haare zu bürsten, aber du. Mach ich schon ganz mit Liebe. Ew. Passt das jetzt? Ja. Okay. Hallo, meine Lieben. Du hast die Ding nicht geputzt. Doch, aufgeklärt. Hallo, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ohne Stimme und mit Michelle. Hallo. Sorry, wir waren letzte Woche ein bisschen krank. Mir geht's wirklich gut. Ich bin jetzt wieder gesund, aber meine Stimme ist einfach... Tschüss, hat sich verabschiedet. Nichtsdestotrotz wollten wir heute ein Video drehen. Deswegen... Macht aber nichts, dass ich keine Stimme habe, denn heute wird hauptsächlich die Michelle reden und ich bin hier quasi stiller Zuschauer, mehr oder weniger. So, let's go. Was haben wir heute denn für ein Video, meine Liebe? Heute habe ich wieder einen Schienenhaul für euch. Wir haben heute übrigens wieder einen Rabattcode für euch, meine Lieben. Mit 15 Diamant, da könnt ihr 15% sparen. Ich werde euch alle Pieces, die Michelle heute zeigt, unten in der Infobox verlinken. Also einfach nur vorbeischauen, da ist der Link, der Rabattcode, 15 Diamant da. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Fangen wir mit meiner coolen Jogginghose an. Ich habe nicht so viele Jogginghosen und vor allem keine graue. Ich weiß, es ist gerade Sommer, aber es gibt auch kalte Tage und viele sind gerade zur Zeit krank. Und ja, ich hatte einfach Lust auf eine graue, lange Jogginghose. Die hat hier unten auch so einen coolen Bund. Ich finde das auch das Coolste, wenn Jogginghosen unten noch ein Bündchen haben. Gell, magst du das auch nicht, wenn, oder? Nein, ich mag es nicht, wenn die so locker sind. Also. Dann rutscht sie nämlich beim Schlafen oder so wieder rauf, gell? Ja. Ja, deswegen so ein Bündchen. Da oben ist es natürlich auch. Und ich glaube, es hat Hosentaschen. Ja, es hat auch Hosentaschen. Dann haben wir hier noch so eine Jogginghose, aber diesmal in kurz. Du hast auch Jogginghose? Ich glaube, ich würde das eher so Boxershorts nennen. Es ist eher so eine Jerseyhose. Also es ist nicht so aus einem Joggingmaterial, sondern eher so dünner T-Shirt, so Jersey halt. Jersey ist ja dieses T-Shirt-Material, verstehst du? Ach so, okay. Ja, dann ist es Jersey. Es hat eher so eine... Und da hat es California draufstehen. Ja. Dann haben wir hier noch so ein Baseball-Shirt, ein Crop-Top, also weil es bauchfrei ist. Und ja, ich habe es mir gekauft, weil ich es einfach sehr schön fand und ich zu vielen Sachen tragen kann, weil braun ist so basic einfach. Das ist ein cooler Stoff, der ist, ich komme ein bisschen näher. Ich liebe das, ja, warte kurz. So, da kann man sehen, dass es so gerippt ist. Und ich liebe so gerippte Sachen, weil die fühlen sich echt comfy an. Ist ein bisschen stretchy, ist aber cool. I like that. Dann habe ich mir hier noch so ein Kleidchen bestellt für den Sommer. Das ist so gerafft hier bei den... Beim Oberkörper, so bei der Brust halt. Und so stretchy. Und es hat noch so puffige Ärmel. Das ist jetzt ganz Mode. So. Ja. Michelle kennt sich jetzt besser aus als ich bei sowas. Und auf jeden Fall wieder diese coole grüne Farbe. Die ist ja momentan, sieht man die überall. Auf Instagram, alle tragen sie. Ich habe auch so ein Sweater, gell? Ich habe mir dann auch wieder eine Wide Leg bestellt. Aber diesmal in schwarz. Und die hat hier unten... Ein Loch. Und hier auch ein Loch. Ach so, ups, das ist ein Teil. Übrigens, für die Leute, die es interessiert, die Michelle hat alles in Größe XS in der normalen Damenabteilung gekauft. Alles ist XS, oder? Ja. Ja. Dann habe ich mir noch eine Wide Leg bestellt, also so eine Cargo-Hose. Es hat so Seitentaschen. Seitentaschen. Ja. Oder sagt man so? Ich glaube schon, ja. Das ist so halt. Hat auf jeden Fall so Seitentaschen links und rechts. Und natürlich auch White Leg.
Das ist mein Lieblings-T-Shirt. Aha, okay, bin gespannt. Ich zeige euch jetzt mein Lieblingsteil aus der Bestellung. Das ist so ein weißes T-Shirt, also weißes Crop-Top sozusagen, mit so weiten Ärmeln natürlich wieder. Richtig coolen Stoff. Der ist so ein bisschen so stretchy. Und wenn man guckt, warte, ich zeige euch das. Seht ihr das? Das ist so, ja, so, hat so ein schönes Muster auf jeden Fall. Das ist really beautiful. Und man sieht, das Gute dran ist, man sieht auch die Schweißflecken nicht. Also es ist bei Teenagern so, man schwitzt richtig stark, aber das sieht man bei diesem T-Shirt nicht. Das ich habe wieder noch mir so ein T-Shirt bestellt, das ist ziemlich groß geschnitten, obwohl es XS ist. Und deswegen schenke ich es der Mama. Es ist aber richtig schön. Dann habe ich mir noch so eine kurze Jogginghose bestellt in Blau. Die ist auf jeden Fall aus einem dünnen Sweat-Material. Also so nicht zu dick, auf jeden Fall perfekt für den Sommer. Voll cool. Und diese Jogginghose habe ich mir dann auch noch bestellt. Ich habe dann hier noch so ein Crop Top. Das habe ich bei der letzten Themenbestellung schon bestellt. Aber diesmal habe ich es mir in Rot bestellt und letztes Mal habe ich es mir in Schwarz bestellt. Weil das gefällt mir so sehr, dass ich einfach es nochmal bestellt habe. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Also ich muss ehrlich sagen, das schaut angezogen so süß aus. Hier mit der, das ist ein bisschen so ausgepufft hier für die Oberweite. Und das ist wirklich, das schaut so schick aus. Dann habe ich hier noch ein Crop Top mit weiten Ärmeln, aber das hat so das hat so ein bisschen einen anderen Stoff, ja. Der ist nicht so glänzend, aber so ähnlich, aber der glänzt nicht. Und der hat hier so schön, voll schön hier bei der Brust so einen Cutout. Das sieht echt cute aus. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar coole T-Shirts, die ich mir bestellt habe. Hier ist ein T-Shirt, das ich habe so ein ähnliches beim letzten Video auch gekauft, nur hat es was anderes drauf. Ich glaube, das hatte das letzte Mal irgendein Pilz. Nein, es war kein Pilz, war irgendein, irgendeine Landschaft gehört, keine Ahnung. Okay, so, aber, so cool. Aber es ist auch so gerippt und hat so einen, keine Ahnung, Stoff. Eher so einen glänzenden Stoff, jetzt nicht so richtig Baumwolle, sondern eher so glänzend. Ja, und da sieht man die Schweißflecken auch nicht. Deswegen hast du da gleich mehrere davon. Dann habe ich hier noch so ein ähnliches T-Shirt. Das hat halt den gleichen Stoff, dass man die Schweißflecken natürlich nicht sieht. Und ja, das hat so eine Sonne drauf. Das ist gleich so mehr Indie-mäßig. Und ja, das ist mir bestimmt. Ist auch gerippt. Also, so ist gerippt. Dann habe ich hier noch so ein Baseball-Shirt, natürlich in grün, und da steht Malibu und California drauf und a beautiful place. Das ist wirklich cool. Ich habe auch ein schwarzes Shirt bestellt, auch natürlich Crop-Top-mäßig, und ja, da steht Motivation drauf. Motivation, das heißt so energetic. Ich fand auch ganz cool. Schwarz und hat so weiße, ja, weiße, wie sagt man? Weiße Ärmel und Kragen. Nein, ich ärmel nicht, sondern den Bund vom Ärmel. Und ich habe noch ein geripptes Shirt, so wie die anderen T-Shirts davor. Diesmal aber komplett in braun. Ja, diesmal komplett in braun und da steht Los Angeles, USA drauf. Wie man sieht, die Michelle mag erdige Töne, oder? Du hast alles beige und erdig. Aber das ist auch schön. Also das kann man zu allem kombinieren und schaut auch wirklich cool aus. Egal ob blaue Jeans, ob schwarze Jeans, schwarze Hose. Ist halt so basic, was man zu jedem Kleidungsstück anzieht. Michelle ist echt cool. Die kann mir sogar mir noch ein paar Tipps geben. Und dann das letzte Piece von der Bestellung, meine Lieben. Ein Baseball-Shirt. Auch in Cropped, also Crop-Top-mäßig. Und auch in grün mit weiß. Aber richtig cool. Ganz basic, aber wirklich super schön ausgewählt. Sehr süß.
fast vergessen, ich habe hier noch zwei pinke Handyhüllen, weil bei Shein gibt es auch so Accessoires wie Handys, Handyhüllen, Gürtel. Entschuldigung, keine Handys, Handyhüllen, Gürtel und Taschen. Vieles mehr. Und diese zwei iPhone 11 Handyhüllen, die möchte ich an euch verlosen und schaut einfach auf meinem Instagram-Account vorbei. Genau, also das Gewinnspiel läuft auf Michelles Instagram-Account, Glitzer Michelle. Schaut dort gerne vorbei, dort verlost sie diese Handyhüllen. Und nicht vergessen, unten in der Infobox ist der Rabattcode 15 Diamanta. Die Links zu allen Pieces werde ich euch auch einpacken. Und wünschen euch natürlich ganz viel Spaß beim Shoppen, meine Lieben. Tschüss! Tschüss.